Guten Morgen und herzlich willkommen heute zu unserem Live-Webinar mit dem Thema UDP 7 mit dem Update 1. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Axo für als Pre-Sales-Consultant tätig und ja, damit Ihr Ansprechpartner rund um alle technischen Fragen und um unsere Produkte. Wir sind wie immer mit dem Go-to-Webinar-Tool unterwegs, das heißt, Sie sind alle auf Stumm geschalten. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie die gerne im Chatbereich stellen und ich würde dann nach dem Vortrag versuchen, Ihre Fragen dann zu beantworten. Des Weiteren können Sie sich aus dem Handout-Bereich von dem GoToWebinar-Tool ein paar PDF-Dokumente herunterladen, sowie habe ich Ihnen die Präsentation, die Sie heute sehen, als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. Und des Weiteren wird die Session wie immer aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben im Nachgang die Möglichkeit, sich das Ganze dann auf unserer Webseite beziehungsweise auf unserem deutschen YouTube-Kanal dann nochmal anzuschauen. Okay. Ja, ich möchte kurz ein, zwei Worte wie immer zu uns verlieren. Dann werde ich so ein bisschen auf die neuen Funktionen, die wir im Update 1 in UDP hinzugefügt haben, drauf eingehen, sowie auf Funktionserweiterungen, sowie auf neuen Plattform-Support, den wir mit hinzugefügt haben. Und die wichtigsten Punkte werde ich Ihnen in der Live-Demo dann einfach nochmal vorstellen. Und ich denke, so in der nächsten halben Stunde werden wir das Ganze dann so zeitlich von der Zeitschiene dann, denke ich, soweit abwickeln. Okay. Ja, Arxoft, wir selbst, wir sind ein weltweites Unternehmen seit über 35 Jahren am Markt und damit sind wir der erfahrenste Datenschutzexperte der Welt. Wir sehen uns letztendlich als Hersteller, der Ihnen eine All-in-One-Backup- und Disaster-Recovery-Lösung zur Verfügung stellt, der Ihnen Datenzugriff über alle drei Plattformen gewährleistet, sprich Disk-Speicher, Cloud-Speicher als auch Tape-Speicher. Wir sind weltweit über ein sogenanntes Two-Tier-Geschäft ja, organisiert. Das heißt, wir haben keinen Direktvertrieb, vertreiben ausschließlich über Partner unsere Lösung, die dann letztendlich die Implementation bei unseren Endkunden machen. Und des Weiteren arbeiten wir mit ja, weltweit führenden Technologieunternehmen zusammen, wie eine Amazon, eine Microsoft, Nutanix, Sophos und viele mehr. Ja, schauen wir uns das mal an. Was sind denn so die neuen Funktionen, die wir mit dem Update 1 in UDP hinzugefügt haben? Und ein großes Feature, was wir ja mit integriert haben in UDP 7 Update 1, ist die Möglichkeit, dass Sie jetzt hergehen können und das Netzwerk einstellen können, über den die Backups transportiert werden sollen. Ja, das heißt, diese Funktionalitäten haben wir sowohl für das agentenbasiert, für die agentenbasierte Sicherung als auch für die agentenlose Sicherung hinzugefügt. Das heißt also, haben Sie eine agentenbasierte Sicherung, können Sie jetzt einstellen und sagen, wenn der zu sichernde Client also beispielsweise zwei Netzwerkkarten hat, können Sie hergehen und sagen, okay, ich möchte den Backup-Traffic jetzt vielleicht über mein sogenanntes Backup-Netzwerk dann übertragen und dann direkt die Daten dann auf meinem Recovery-Point-Server dann halt speichern. Für alle diejenigen, die ihre virtuelle Umgebung sichern möchten, arbeiten wir mit einem sogenannten Proxy-Server zusammen, der dann dafür zuständig ist, die Daten zu transportieren. Das heißt, dort gibt es dann zwei Wege. Das heißt, Sie können einmal den Transportweg von dem Hypervisor bis hin zu dem Proxy konfigurieren, über welche Netzwerkkarte die gehen soll, und dann vom Proxy auf das jeweilige Backup-Target. Dann, also logischerweise unser Recovery-Point-Server lässt sich dann jetzt mit der Installation von dem Update 1 dann einstellen. Des Weiteren haben wir neuere Cloud-Targets mit hinzugefügt, die Sie ja dann ansprechen können, wenn Sie zum Beispiel einen Copy-Recovery-Point machen oder wenn Sie jetzt ein File-Archive machen oder eine File-Copy einfach in die Cloud machen möchten, haben Sie jetzt einfach weitere Targets, die wir da zur Verfügung gestellt haben. Ich zeige das nachher nochmal, die Punkte auch in der Live-Demo. Also das Nutanix ist mit hinzugekommen, die Oracle Cloud sowie die Wasabi Hot Cloud Storage haben wir hier an der Stelle mit hinzugefügt. Ja, kommen wir mal zu den ja, Funktionsverbesserungen. Und ein großer Punkt davon ist sozusagen die Verbesserung von der Deduplizierungsperformance. Und wir haben da jetzt eine Technologie hinzugefügt. Wir sagen dazu ja Multithreading Support. Und dieses Disk Reclamation und Purge steht letztendlich dazu für, wir haben ja Prozesse, wenn Sie in unseren Datenstore halt reinsichern, dass dann gewisse Zusammenführungsjobs dann danach immer laufen und irgendwann danach werden auch die ja, Datenblöcke, die halt nicht mehr benötigt werden, dann auch aus diesem Datenstore dann entfernt. Und das war früher halt so, dass es immer ein
ein Single-Thread ist und jetzt haben Sie halt mit dem Update 1 die Möglichkeit, diese Threads zu konfigurieren. Das heißt, wir lassen Ihnen da die Möglichkeit, zwischen 1 und 16 das einzustellen. Ich zeige das nachher auch nochmal in der Live-Demo und damit haben Sie halt die Möglichkeit, die Performance dann zu optimieren von dem Data Store. Das heißt, es betrifft sowohl die Backups als auch, wenn Sie jetzt hergehen möchten und Restores durchführen, File-Level-Restores durchführen möchten. Und es kann auch die Performance beim Tape-Export, also vor allem beim granularen Tape-Export, dann verbessern. Ja, als weiteren Feature-Enhancement haben wir das sogenannte Block-Level-Recovery von gesamten Laufwerken dann hinzugefügt. Bis dato war das ja so gewesen, wenn Sie ein komplettes Laufwerk in eine Windows-Maschine zurücksichern möchten, dann ist das Ganze immer auf File-Ebene dann halt gelaufen, der Restore. Und jetzt gibt es mit diesem Enhancement haben Sie halt die Möglichkeit, jetzt ein komplettes Laufwerk auf Block-Ebene vom Backup-Target zurück auf das Backup-Ziel oder auf die Backup-Quelle, sage ich mal so, dann zu übertragen. Und in unseren Tests war das so gewesen, dass es bis zu einer 20-fachen Performance-Verbesserung dann halt geführt hat. Ja, ein weiteres Feature, was wir mit hinzugefügt haben, ist der Multithreading-Support für SMB bzw. CIF oder NFS-Shares, das Feature haben wir ja seit ja, einigen Jahren bei uns in der UDP-Suite mit enthalten. Und eigentlich kontinuierlich eigentlich an der Funktionalität und an der Performance auch verbessert. Und so ist es jetzt auch im Update 1. Das heißt also, in den Vorgängerversionen war das so gewesen, dass wir immer eine Read-Sequenz zu den jeweiligen UNC-Pfaden dann aufgebaut haben, und dann die Daten dann übertragen haben. Und das hat zum Teil halt geführt, dass, vor allen Dingen auch in größeren Umgebungen mit mehreren Terabytes an Daten, die Performance zum Teil nicht optimal war. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass Sie sagen können, okay, ich kann jetzt einstellen, wie viele Threads zu den Quellen aufgebaut werden können, was dann zu einer Performance-Optimierung dann halt führen kann. Ja, des Weiteren haben wir das Virtual Standby für Amazon AWS EC2 erweitert. Das heißt, wir haben jetzt hier was getan, was jetzt letztendlich zu Konflikten mit Treibern geführt haben. Haben wir dort weitere Verbesserungen durchgeführt, sodass diese Maschinen dann auch entsprechend dann ja, problemlos auch in Amazon hochgefahren werden konnten, ohne irgendwelche Treiber oder ähnlichen Problemen. Sowie haben wir in der Konsole den Support für den File und Folder-Download mit hinzugefügt, dass Sie direkt aus der UI hergehen können und aus dieser Node-Ansicht jetzt hergehen können und direkt einzelne Dateien herunterladen können. Das betrifft jetzt vor allen Dingen auch unsere Cloud-Konsole. Und dann hatte ich ja eben schon angesprochen, das heißt, das File-Copy, File-Archive und das Copy-Recovery-Points ist dann entsprechend auch mit neueren Targets als Cloud-Ziel dann entsprechend erweitert worden. Sowie haben wir auch in dem Office 365 Exchange Online Backup den Multithreading-Support mit hinzugefügt. Und damit haben Sie dann halt auch die Möglichkeit, jetzt herzugehen und zu sagen, ich baue mehrere, ja, sag mal so, Verbindungen sozusagen zu meiner Exchange Online-Quelle auf, um diese Daten dann entsprechend zu übertragen. Das war auf der einen Seite von dem Office 365 für das Exchange Online. Und des Weiteren sind wir noch hergegangen und haben die Möglichkeit geschaffen, dass Sie jetzt auch Mailboxen basierend auf Gruppen dann halt sichern können. Und das ist vor allen Dingen für die Unternehmen interessant, die viele tausende Mailboxen haben, um diese zu sichern. Und da kann man jetzt nämlich hergehen, um da eine Performance-Optimierung herzugehen, kann man sagen, okay, ich gruppiere jetzt meine User oder meine Mailboxen in sogenannten Gruppen übers Active Directory. Und sofern ich jetzt einen Nutzer hinzufüge, wird es dann einer Gruppe hinzugefügt. Diese Gruppen haben wir jetzt als Quelle, wie Sie es hier in dem Screenshot sehen, jetzt in der Ansicht von der Backup-Konfiguration von dem Office 365 für das Exchange Online in Arcs of UDP mit enthalten. Und wie Sie es jetzt hier auch sehen, hatten wir ja gibt es ja hier oben einmal diesen Punkt, wo man sagt, Protect all of the Office 365 Exchange Sources. Das ist ja diese sogenannte Auto-Protection.
Und hier kann man jetzt halt hergehen und das Ganze auf Gruppenbasis dann halt durchführen, um halt eine bessere Performance entsprechend dann auch zu erzielen. Wie gesagt, das gilt dann halt für sehr große Unternehmen, die mehrere tausend Mailboxen in dem Exchange online dann haben. Um das Ganze zu aktivieren, muss man in einer Config-Datei entsprechende Anpassungen dann halt vornehmen. Und ich habe das mal so gemacht, ich habe ihn hier unten mal in die Präsentation, den Link zur Dokumentation hinzugefügt. Das heißt, die können sich hier runterladen, ja auch aus dem GoToWebinar-Tool, und dann kommen sie direkt auf den Bereich der Dokumentation, wie das Ganze entsprechend dann zu konfigurieren ist. Ja, im Linux Agent haben wir ebenfalls den sogenannten File-Download direkt aus der Browseransicht mit hinzugefügt. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, direkt aus dem Restore-Fenster herzugehen, um über den Browser dann einzelne Dateien dann auf Ihren PC mit herunterzuladen. Das Feature hatten wir ja schon seit einiger Zeit für Windows-Maschinen drin. Wie gesagt, jetzt auch für Linux-Maschinen verfügbar. Sowie ist nochmal eine Verbesserung letztendlich in dem Assured Recovery. Assured Recovery, wer das jetzt nicht kennt, das sind sozusagen unsere automatisierten Wiederherstellungstests, die wir in UDP ja haben, die wir auch für Linux-Systeme hinzufügen. Und sind wir jetzt hergegangen und haben entsprechend das Ganze clean up, also diese temporären Dateien, die ja dann während dieses Prozesses dann erzeugt werden, dann halt nochmal optimiert. Sowie haben wir für alle Linux-Systeme, die jetzt unter Red Hat Enterprise laufen, die Backup-Performance nochmal deutlich optimieren können. Okay, was sind an neuen Datenbanken bzw. Plattform-Support mit hinzugefügt mit dem Update 1? Sowohl ist es auf der einen Seite einmal das Red Hat Enterprise 8, wie das 7.7, sowie CentOS 8 und 7.7, sowie Oracle 8 und 7.7. Ich will jetzt hier nicht alle vorlesen, aber VMware ist entsprechend auch mit dabei, und den Rest können Sie dann hier aus der Liste entnehmen. Wer das gerne nachlesen möchte, auf unserer Dokumentationsseite sind entsprechend die einzelnen Punkte dann auch nochmal mit aufgeführt, wo Sie dann die einzelnen Systeme nochmal nachlesen können. Sowie haben wir ein paar Third-Party-Tools, die letztendlich mit der Installation von UDP mit installiert werden. Auf der einen Seite ist das OpenJDK, was aktualisiert worden ist, sowie logischerweise das VMware VDDK, was wir entsprechend auf die aktuelle Version dann auch aktualisiert haben, um auch die letzten Updates dann entsprechend zu supporten. Ja, bei den Appliance-Serien ist es auch mit dem Update 1 so jetzt, dass wenn Sie dort in eine Appliance gerne ein iSCSI-Target mit hinzufügen und gerne darauf sichern möchten, dann werden Sie das in Zukunft auch machen können. Brauchen natürlich logischerweise, weil das ein externer Speicher ist, dann dafür auch eine UDP-Software-Lizenz. Das heißt also, wer diese Lizenzen gerne mischen möchte und in eine Appliance, sowohl einmal das Appliance-Lizenzmodell sowie auch vielleicht eine sockelbasierte Lizenzierung verwenden möchte, hat dazu dann jetzt auch die Möglichkeit, das in der Appliance dann entsprechend abzudecken. Sowie sind wir hergegangen und haben nochmal ein Tool zur Diagnose der Netzwerkkonfiguration in der Appliance mit hinzugefügt. Das Ganze nennt sich dann Appliance Network Communication Debug Tool. Ja. Und sowohl sind wir hergegangen und liefern jetzt alle Appliances mit dem Betriebssystem Windows 2019 aus, sowie ist das iDirect und das BIOS entsprechend auf die aktuellsten Versionen dann aktualisiert worden. Gut soweit. Und jetzt würde ich eigentlich Ihnen gerne nochmal die wichtigsten Funktionen in der Live-Demo zeigen, und da springe ich mal auf meine Vorführumgebung herauf. Und ja, ich denke mal, wir gehen vielleicht einfach mal mit dem Download. Dadurch, dass es jetzt um ein Update handelt und kein neues Release, vielleicht hier an der Stelle nochmal die Erläuterung dazu. Immer dann, wenn wir ein neues Release rausbringen, dann müssen Sie auch Ihre Lizenzen entsprechend aktualisieren auf das entsprechende Release. Wenn wir ein Update rausbringen, müssen Sie damit gar nichts tun, sondern da können Sie das Update einfach von unserer Webseite runterladen und dann über die bestehenden Installationen einfach drüber installieren.
Dazu gibt es verschiedenste Mechanismen. Man kann hier über die Konsole hergehen und dann über diesen Check for Updates Button hergehen und dann ein sogenanntes Live-Update durchführen. Das heißt, die Konsole verbindet sich dann mit unserem Download-Server und lädt dann das Update 1 für UDP 7 entsprechend herunter. Ja. Wer jetzt einen Server hat, der nicht im Internet ist, der muss dann auf einen anderen PC gehen und auf unsere Support-Webseite. Das ist support.arcsoft.com und dann gehen Sie in den Bereich ArcSoft UDP rein und dann in die ArcSoft UDP Downloads. Und dann finden Sie ArcSoft UDP 7.0 Downloads. Und hier ist entsprechend dann der Link für das Update 1. Und wenn Sie da drauf gehen, dann gehe ich mal ein bisschen runter, werden Sie jetzt hier verschiedenste sag ich mal so, verschiedenste Download-Pakete dann halt finden. Ja. Auf der einen Seite ist es so, gibt es hier einmal den Update-Installer for existing installations. Das heißt also, wenn Sie eine bestehende UDP 7-Installation haben, dann würden Sie jetzt hier mit hergehen und zum Beispiel mit diesem Download den kompletten Server aktualisieren. Das heißt, sprich UDP-Konsole, Recovery-Point-Server und den Agent, der sich da drauf befindet. Haben Sie jetzt vielleicht irgendwo nur einen einzelnen Agent installiert, dann würden Sie hier das Update für den Agent einfach nur runterladen. Der Single Installer ist von uns einfach nur ein Download Manager und mit diesem Remastered Build, da kriegen Sie das UDP 7 inklusive mit dem Update 1 dann halt gemerged zusammen runtergeladen, sowohl für die Windows-Installation, für die gesamte Server-Installation, als auch für den Agent, sowie das gleiche auch für unseren Linux-Agent, den wir entsprechend auch mit aktualisiert haben. Okay, gut, dann beginnen wir vielleicht mal in der Konsole mit einem neuen Feature, was ich vorhin angekündigt hatte, und zwar ist es das Volume Block Level Restore. Und das stellt sich jetzt wie folgt dar: Wenn ich jetzt hier mal einfach einen Server greife und einen Restore starte, und dann gehe ich mal in die Browse Recovery Points. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt das komplette Laufwerk E zurücksichern. Und wenn ich dann in den nächsten Step gehe, dann kann ich hier jetzt aktivieren Perform Block Restore. Wenn ich das dann ankreuze, dann macht er eine Block-Level-Übertragung, das heißt, überträgt das komplette Volume, so wie es ist, dann halt auf Block-Ebene auf den Client zurück. Voraussetzung dafür, dass Sie das machen können, ist, dass der Agent auf der jeweiligen Maschine dann installiert ist. Okay. Gut, soweit. Dann zu einem weiteren Feature, was wir hinzugefügt haben, und zwar ist das die Einstellung der Netzwerkkarten. Und das will ich vielleicht einfach mal zeigen an einem agentbasierten Backup. Wenn ich da jetzt reingehe, zum Beispiel in meinen Exchange-Server. Habe ich dann hier unter der Destination die Möglichkeit, diesen Haken zu setzen und jetzt einzustellen, über welche Netzwerkkarte soll jetzt mein Traffic dann halt zu dem Backup-Target dann übertragen werden. So sieht es aus bei der agentenbasierten Sicherung. Und wenn ich jetzt in eine agentenlose Sicherung reingehe, gehe ich mal in meine Hyper-V-VMs hier rein. Da gibt es zwei Orte, wo man das einstellt. Und zwar ist es hier einmal, wenn ich diesen Haken setze, habe ich hier einmal den Weg von dem Hypervisor zu dem UDP-Proxy und dann von dem Proxy zu dem Backup-Target. In vielen kleineren Umgebungen ist es ja häufig so, dass der Proxy auch der Backup-Server selbst ist. Und hier bezieht sich letztendlich diese Konfiguration, das, was Sie hier oben eingestellt haben, in der Backup-Proxy-Konfiguration. Ja, das heißt, das ist einmal der eine Weg, Hypervisor zu Backup-Proxy. Und dann kann ich hier unter dem Ziel einstellen und sagen, der Weg von dem Proxy zu dem entsprechenden Backup-Target, zu meinem Recovery-Point-Server und hier entsprechend die Netzwerkkonfiguration dann auch entsprechend hinterlegen. Okay. So,
Und ja, soweit zur Konfiguration der Netzwerkkarten. Was wir ebenfalls mit hinzugefügt haben, ist die ganzen neuen Cloud-Targets. Und da gehe ich vielleicht nochmal in meinen Plan rein und füge jetzt hier einen weiteren Task hinzu und wähle dann mal diesen Copy Recovery Points aus. Und dann haben Sie jetzt hier in den Cloud-Setting als Cloud Storage ist die Liste hier nochmal deutlich erweitert worden. In den vorhergehenden Versionen war das ja nur Amazon S3, S3 kompatibel und Microsoft Azure. Und in den alles das, was Sie jetzt sehen, ist jetzt hier halt neu als Target mit hinzugekommen, was Sie sowohl ansprechen können, sowohl bei den Copy Recovery Points als auch bei dem File Copy. Ich zeige das vielleicht nochmal, vielleicht einen oder anderen, der es nicht kennt. Gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, ich mache eine File Copy. Das bedeutet dann letztendlich, dass ich nur einen Teil des Wiederherstellungspunkts dann daraus extrahiere und dann in die Cloud dann transportiere. Und ich will jetzt einfach mal hier C Temp aus. Und kann jetzt hier als Cloud Storage auch entsprechend diese Cloud Storage des Targets dann entsprechend hiermit ansprechen. Okay, gut. Und dann hatte ich es eben noch gesagt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit für Linux-basierte Sicherung dann den direkten Download über den Webbrowser durchzuführen. Und dazu gehe ich mal in mein Linux-System rein, was ich hier gesichert habe, und gehe mal auf Restore File. Ich mache hier den Backup-Target. Ja, und dann haben wir hier auch diese Möglichkeit geschaffen, dass Sie direkt aus dem Browser hergehen können und jetzt Daten dann herunterladen können. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Download gehe und sich das um eine, wenn sich um eine einzelne Datei handelt, dann wird auch nur diese einzelne Datei runtergeladen. Ist es jetzt ein Ordner oder mehrere Dateien, dann zippen wir das zusammen und dann wird es als Zip dann entsprechend auf den PC dann heruntergeladen. Ich breche das hier mal ab. So. Okay, gut soweit. Dann hatte ich ja eingangs erwähnt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch mehrere Threads für die UNC-Part-Sicherung hinzuzufügen. Und wer das Ganze aktivieren möchte, geht dann auf den entsprechenden Proxy-Server, der dafür zuständig ist, die Daten zu übertragen. Und geht dann in der Registry auf den Pfad Local Machine Software, ArcServe Unified Data Protection Engine, AF Backup DLL. Und dann gibt es hier einen Eintrag, der nennt sich Red Thread Number. Und der steht bei Default auf 4. Sollte er nicht existieren, können Sie den auch einfach setzen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, herzugehen, in einer Variabilität zwischen 1 und 32 zu konfigurieren. Das heißt also, wie viele lesende Verbindungen soll der Proxy-Server entsprechend zu dem NAS-System aufbauen und versuchen, dann Daten zu übertragen. Was jetzt hier der richtige Wert dafür ist, das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Das heißt einmal, wie schnell kann das NAS-System Daten liefern? Wie schnell ist der Backup-Server von der Performance? Das muss man dann einfach mal, dann sage ich mal, so rausfinden oder sich dann auf die jeweilige Konfiguration des Systems dann entsprechend dann anpassen. Okay. Gut, und dann hatte ich eingangs noch erklärt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch das sogenannte Multithreading für den Data Store zu aktivieren. Und dazu gibt es einen Schalter für das Performance Tuning dafür. Und das will ich Ihnen auch mal zeigen. Und zwar haben wir ja in unserem Installationsverzeichnis eine Anwendung, die nennt sich AS-GDD-MGA-Exe. Der eine oder andere wird es kennen, die ist dafür zuständig, entsprechend den Data Store zu verwalten. Und diese liegt entsprechend in dem Verzeichnis ArcServe Unified Data Protection Engine und Bin.
Und das nehme ich mir jetzt hier mal. Okay. Und ja, wenn Sie jetzt hergehen möchten und dieses Multithreading dann für Ihren Data Store aktivieren, dann müssen Sie den Data Store zuerst einmal mal stoppen und dann entsprechend diesen Befehl eingeben. Der heißt AS-DDMG und der Schalter heißt dann minus I O. Und dahinter schreiben Sie den Namen von dem Data Store. So. Und wenn Sie dann auf Enter drücken, kriegen Sie hier eine entsprechende Anzeige. Wir haben hier sechs Schalter, die man aktivieren kann. Das heißt also, ja, man kann das eigentlich in den entsprechenden nehmen, ne? Also sollen mehrere UDP-Jobs gleichzeitig geschrieben werden? Was soll passieren mit den Data-Files, mit den Index-Files? Wie viele Threads möchte man da aufbauen? Wie soll die Disreclamation laufen, also die Freigabe von nicht mehr migrierten Datenblöcken? Soll das parallel laufen zu vorhandenen Jobs oder nicht? Oder soll das System warten, bis die UDP-Jobs abgearbeitet sind und das dann anschließend dann tun, was ich persönlich immer machen würde? Und wie viele Jobs sollen jetzt letztendlich auf die ja, auf die Data Store Files dann halt drauf zurückgreifen? Und ich gehe das hier beispielsweise einmal mal durch, wie man das dann einstellen könnte und sagen, okay, er fragt mich dann halt einfach, möchte ich jetzt diese Settings dann halt verändern? Und da sage ich jetzt einfach mal ja. Und dann fragt er mich jetzt hier, möchte ich halt auch mehrere UDP-Jobs gleichzeitig laufen lassen, dann kann ich dann sagen, ja, das möchte ich gerne machen. Und ich kann jetzt hier einstellen die Thread-Nummer, also wie viele Threads sollen dann gleichzeitig dann darauf zugreifen. Wie viel man da als maximal einstellen kann, ist hier mit 16 begrenzt. Aber ich würde Ihnen empfehlen, das auch natürlich in Abhängigkeit mit dem Storage zu machen, was Sie dann halt verwenden. Ja, weil das kann dazu führen, wenn Sie jetzt ein sehr langsames Storage haben und Sie stellen den Wert zu hoch, dann kann das auch ins Negative logischerweise gehen. Deswegen, also da ist natürlich dann der Idealwert dann zu ermitteln, vielleicht mit einer Benchmark-Software oder ähnliches. Okay, ich stelle das jetzt mal auf 2 und das gleiche mache ich auch für meine Index- und Referenz-Files auf 2. Und jetzt fragt er mich noch, ob ich die Disreclamation dann mit den Jobs entsprechend starten möchte. Und dann mache ich mal. Auf Default steht es auf Nein, das lasse ich jetzt auch mal auf Nein. Und ansonsten setze ich die beiden anderen Threads hier mal auf 2. Das Ganze hier auf meinem Notebook-System läuft, denke ich, sollten wir da das nicht überanstrengen hier. Und dann beende ich den ganzen Step dann mit 3. Und jetzt kann man nochmal hergehen, wenn man den Befehl nochmal neu aufruft, dann sollte man dann halt auch die Konfiguration dann hier entsprechend dann sehen können. Okay. Ja, und danach kann ich hergehen und den Data Store dann wieder starten. Und dann sind diese Settings entsprechend dann aktiviert. Und das kann halt dazu führen, dass Sie halt eine bessere Performance beim Backup haben, als auch bei den Restore-Prozessen, wenn Sie jetzt File-Level-Restores machen oder wenn Sie hergehen, beispielsweise auch Ihre Daten auf Tapes dann exportieren. Gut, soweit. Dann springe ich mal zurück zu meiner Präsentation. So. Und ja, wie immer gibt es häufig die Frage, von welcher Version können wir denn jetzt auf das UDP 7 Update 1 updaten? Ich habe es hier nochmal zusammengetragen. Das heißt, Sie können den direkten Weg natürlich von UDP 7 0 auf das Update 1 aktualisieren, sowie wenn Sie die Version 6.5 installiert haben, in allen möglichen Versionen, sowohl in der Final Version als auch mit allen Updates, die wir zur Verfügung gestellt haben, können Sie damit hergehen und dann auf das Update 1 aktualisieren. Haben Sie noch einen älteren Softwarestand laufen, dann müssen Sie erstmal ein Software-Update machen, dann auf einen Zwischenstand. Das heißt, wenn Sie jetzt noch UDP 6.0 verwenden, müssen Sie erstmal auf 6.5 gehen und dann können Sie das finale Update dann zu UDP 7 Update 1 dann einspielen.
Des Weiteren habe ich hier in diesem Link auch die ganze Rückwärtskompatibilität nochmal aufgeführt, wo dann, weil häufig ist die Frage, wenn wir jetzt ein Update einspielen, muss ich dann auch gleichzeitig alle Agents und so weiter dann auch alles aktualisieren. Da gibt es entsprechend eine lange Liste, was für eine Möglichkeiten es gibt und in welchen Formen diese Abwärtskompatibilität dann halt zur Verfügung steht. Das ist entsprechend dann hier in dem Link dann nachzulesen. Okay, gut soweit. Dann, wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollen, würde ich Sie bitten, die jetzt im Chatbereich zu stellen. Und wie immer habe ich für Sie eine Poll-Question vorbereitet und die würde ich jetzt gerne mal launchen. Und die heißt, wie immer, möchten Sie von uns kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten? Da können Sie jetzt, würde ich Sie bitten, einmal mit Ja oder Nein abzustimmen. Und ich würde Ihnen mal so eine halbe Minute dazu für Zeit geben. Und dann gleich auf Ihre Fragen dann drauf eingehen. Okay, dann würde ich den Poll mal schließen. Vielen Dank fürs Abstimmen soweit. Und ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis hier vorher. Wir haben noch weitere Veranstaltungen jetzt im Oktober. Das heißt, wir sind für Sie auf der Aero Cloud und Data Roadshow unterwegs in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf. Sowie zeigen wir Ihnen in der nächsten Woche ein neues Live-Webinar zu unserer neuen Alliance mit Sophos, die wir auf unserer Appliance implementiert haben, als weiteren Ransom-Schutz auf unseren Systemen. Wenn Sie es interessiert, können Sie sich gerne über unsere Webseite dann anmelden. Unter arcsoft.com/de finden Sie entsprechend den Veranstaltungskalender sowie alle aufgezeichneten Webinare über unsere Webseite oder über unseren deutschen YouTube-Kanal. Gut, soweit. Dann ich mal auf Ihre Fragen jetzt zurückkommen. So, eine Frage zum Block-Level-Restore. Welchen Zustand muss das Ziel haben? Muss da ein Laufwerk da sein oder muss es leer sein? Ja, das Laufwerk muss schon da sein, das muss formatiert sein entsprechend. Und dann haben wir die Möglichkeit, das entsprechend dann auch zurückzusichern. Ja. So. Mit der Lizenz von UDP 6.5 auf UDP 7 Update 1 mit gültigem Wartungsvertrag. Ja, da können Sie natürlich aktualisieren, wenn Sie jetzt noch eine UDP 6.5 Installation haben und möchten jetzt auf UDP 7 aktualisieren. Das gilt ja als neues Release entsprechend. Und für alle diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, würde ich Sie dann bitten, dass Sie über unser Support-Portal einfach hergehen und ein Free-of-Charge-Upgrade anfragen. Wenn Sie sich in unserem Support-Portal dann einloggen, gibt es dort auch einen separaten Menüpunkt, da können Sie dann nachfragen und dann wird für Sie ein neues Lizenzzertifikat für UDP 7 dann generiert. Und wenn Sie das Lizenzzertifikat haben, das dauert in der Regel ein, zwei Tage, bis es bearbeitet ist, dann können Sie auch hergehen und dann den direkten Upgrade-Prozess dann auf UDP 7 Update 1 dann durchführen. Was Sie jetzt hier nicht vergessen sollten, ist, Sie kriegen von uns ja ein PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. Da stehen Ihre Lizenzen drauf. Und dieses Lizenzformular hat eine sogenannte Order and Fulfillment Nummer. Und diese müssen Sie einmal auf dem Lizenzportal, das ist ja www.arcsurf-register.com, da müssen Sie sich einmal mit Ihren Credentials einloggen und diese Bestellung dann, ist ja in dem Sinne keine Bestellung, aber Ihre neue Lizenz dann einmal diesem Lizenzportal dann hinzufügen, weil installieren Sie jetzt einfach UDP 7 über Ihre 6.5er Installation drüber, dann läuft das in einem 30-Tage-Trial-Modus und würde dann nach 30 Tagen aufhören, Sicherungen durchzuführen. Ja? Also es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lizenzen dann entsprechend auf dem Online-Portal dann eingespielt sind. Für alle diejenigen, die eine Offline-Aktivierung durchgeführt haben, müssen dann auch die Offline-Aktivierung einmal neu durchführen. Kennen Sie das Spiel? Es wird eine Anfragedatei erstellt, die muss hochgeladen werden, da wird eine Antwortdatei erstellt, die muss runtergeladen werden und auf den jeweiligen Server dann kopiert werden. So.
Das I/O Performance Tuning Multiple Jobs konkurriert dann mit dem Eintrag in der GUI Data Store Settings. Nee, dem ist nicht so. Und zwar diese Einstellung, die Sie in den Data Stores haben, also das heißt, wenn Sie einen Data Store ja einrichten, dann haben Sie eine Konfigurationsmaske für alle Dienste, die es jetzt nicht genau wissen. Und da können Sie einstellen, wie viele Jobs gleichzeitig in den Data Store reingeschrieben werden sollen. Und das steht standardmäßig in der Konfiguration meines Wissens auf 4 gleichzeitige Jobs. Und wir haben dann die Möglichkeit, wenn Sie jetzt eine UNC-Pfadsicherung haben, innerhalb von einem Job herzugeben, einfach mehrere Leseverbindungen zu der Quelle dann aufzubauen. Das heißt, es stellt sich nicht als weitere Jobs dann in der Job-Queue dar, aber intern bauen wir einfach mehrere Verbindungen dazu auf, die das dann ermöglichen, eine bessere Performance bei der UNC-Pfadsicherung dann zu erzielen. Also es ist keine konkurrierende Einstellung, sondern eine gesonderte, die dann entsprechend zu konfigurieren ist. So. So, dann noch eine Frage, da geht es nochmal an das Multithreading und gilt dann dieser Performance-Schub auch, wenn man Daten wiederherstellen möchte? Und ja, das kann das also, ich hatte es ja vorhin angesprochen, sowohl beim File-Level-Restore kann das ja, also bei grundsätzlich jeglichen Restore-Vorgängen kann das helfen, sowohl auch beim Tape-Export kann das helfen. Wie gesagt, das hängt aber immer davon ab, wie performant letztendlich das Disk-Storage ist, auf dem der UDP-Data-Store liegt. Dann halt, ja. Also das betrifft letztendlich sowohl das Reinsichern als auch das Restoren oder das Exportieren auf Tape kann dadurch dann beschleunigt werden. So, dann gibt es noch eine Frage zu Microsoft File-Server, also geclusterte File-Servern, ob die entsprechend gesichert werden können. Ja, zu geclusterten Systemen gilt grundsätzlich Folgendes. Wenn Sie jetzt ein geclustertes Microsoft Windows File-Server haben oder ein Exchange DAG oder ein SQL Failover Server, dann ist immer die Empfehlung Folgendes. Auf alle Nodes muss entsprechend der UDP-Agent installiert werden. Die entsprechenden Nodes müssen in einem UDP-Plan verwaltet werden. Und es ist empfohlen, dass der Data Store dann mit Deduplizierung aktiviert wird. Und dann holen wir uns sozusagen nur die Datenblöcke von zwar jedem einzelnen System, aber die werden ja nur unique gespeichert und durch die quellseitige Deduplizierung werden ja nur die Datenblöcke dann übertragen, die es auf zum Ziel noch nicht gibt. So, läuft UDP 7.0 Update 1 auch auf einem Windows Server 2012? Ja, das ist so. Wir supporten noch zurück bis zum Betriebssystem 2008 R2 und wird dementsprechend dann unterstützt. So, gibt es noch einen Agent, der Windows XP-Rechner sichern kann? Den gibt es, aber nicht mehr in UDP 7 supported. Ich bin gar nicht genau sicher. Ich glaube, UDP 6.0 war das letzte Release meines Wissens von uns, da was XP noch unterstützt haben mit dem Release 6.5 wurde auch XP dann entsprechend aus dem Support herausgenommen. Okay. So, und dann noch eine Frage. Wird Exchange Server 2019 mit dem Update 7 mit UDP 7 Update 1 unterstützt. Ja, das wird unterstützt. Was leider noch nicht fertig geworden ist zu dem Release, ist der granulare Restore von Exchange 2019. Da sind wir im Moment akut dran dabei, das auch zur Verfügung zu stellen. Und da müssen Sie nicht auf ein nächstes Release oder ähnliches warten, sondern wir haben auf unserer Support-Webseite ja einen Eintrag, das heißt GRT. Das steht da für Granular Restore Tool. Und das betrifft genau dieses Tool von Exchange. Und das wollen wir auch in Kürze dann auch zur Verfügung stellen, sodass Sie dann auch hergehen können und granulare Restores von Exchange Server 2019 dann durchführen können. Okay, gut soweit. Dann, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten im Nachgang, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben an dennis.rotsch@arcsoft.com.
Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.